2024 hat einfach keiner mehr Bock, wirklich zu heiraten, wenn man sich mal einfach mal oft wieder mal bei den Social Media Kommentaren man sich mal wieder umschaut, wenn es da um Beziehungen geht. Und da sieht man halt dann oft auch, ja, der negative Kommentare, dass man so negativ getrimmt ist gegenüber einer Hochzeit oder auch teilweise auch einfach gegenüber generellen Beziehungen. Weil einfach gewisse Personen dann einfach ihre, ja, Beziehungen online stellen und das dann irgendwie in einer Katastrophe endet, beziehungsweise in einer Trennung endet. Und das zeigen uns halt viele Influencer, wie beispielsweise ein Kanye oder eine Mois, aber auch viele andere Influencer. Und viele Menschen lassen sich dann davon ihre Meinung bilden, indem sie einfach von wenigen Influencern sich da quasi da beeinflussen lassen, was ihr Bild, wie ihr Bild ist von einer Ehe oder wie ihr Bild ist von einer Beziehung und lassen sich da so ein bisschen so, ja, in diese Richtung leiten, was ich einfach ja ein bisschen für Quatsch empfinde. Und deswegen wollte ich einfach mal heute mal darüber ein bisschen reden. Das erste ist einfach mal, wenn man sich mal anschaut, wenn zwei Personen sich kennenlernen, wie lernen sich überhaupt diese Leute kennen, beziehungsweise an welchen Orten? Wenn jemand irgendwie ein Typ, sagen wir mal, ein Typ lernt ein Mädchen kennen, oder ein Mädchen, oder ist ja völlig egal, lernt ein Mädchen kennen beim Club, ja, im Club, und lernt sich dort kennen und tauschen Kontaktdaten aus, vielleicht geht da noch mehr, keine Ahnung, und erwarten dann von der Person, dass man irgendwie so ein richtig netter, vielleicht auch eine richtig anständige Frau ist. Also der Typ erwartet dann vielleicht von der Dame, dass sie dann vielleicht eine anständige Frau ist. Und die Dame erwartet von dem Typen, dass er wirklich ein anständiger Typ ist. Klar, es gibt bestimmt ein paar, die vielleicht feiern gehen und nicht anständig sind. Hätte ich aber für ein bisschen für Wunschdenken. Kann aber natürlich irgendwie vorkommen in irgendeinem Paralleluniversum. Aber da fängt es ungefähr an, dass man irgendwie falsche Vorstellungen hat, wenn man eine Person kennenlernt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie über, ja, Kontakte, also über Bekannte jemanden kennenlernt, dann ist es meistens seriöser, als wenn man jemanden im Club kennenlernt, wo die Leute sowieso nur zum Spaß hingehen. Und da kommen wir auch direkt zu dem Punkt Absicht. Ein Typ geht meistens in den Club nicht irgendwie, um seine nächste Ehefrau zu finden, sondern eher für eine schnelle Runde wahrscheinlich. Dasselbe gilt dann vielleicht auch für die Dame. Die geht auch nicht in den Club, um irgendwie jemanden kennenzulernen fürs Leben. Weil das einfach nicht der richtige Punkt sein, wollte ich sagen. Der richtige Ort ist, um jemanden wirklich ernsthaft kennenlernen zu wollen. Da kommen wir halt zu dem Punkt falsche Absichten. Also, wie gesagt, der Typ erwartet, also er hat nicht die Absicht, da irgendwie jetzt eine Ehefrau zu finden und das Mädchen genauso wenig einen Ehemann zu finden oder vielleicht werden die auch eine Beziehung starten, wer weiß, gibt es ja auch. Aber die Beziehung wird dann wahrscheinlich auch nicht lange halten. Ist dann, ja, klar, ja, natürlich kann jetzt jemand anderes kommen und sagen, ja, aber ich habe doch jetzt, das gibt's auch, klar. Aber wie stabil diese Beziehung ist oder wie gut die ist, in den meisten Fällen basiert dann so eine Beziehung eher auf Lügen und leere Versprechungen. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich oberflächliche Beziehungen. Also das ist, was eigentlich das eine zum, also wo ich schon eben angeknüpft habe eben. Es gibt vielleicht die Beziehung zwischen den beiden Personen, weil die sich im Club kennengelernt haben. Und die ist dann, die läuft dann meistens auf eine, so eine oberflächliche Beziehung hinaus. Es wird nicht irgendwie wirklich was Ernstes dann. Es wird einfach nur so, ja, man ist zusammen. Und wirklich was Ernstes wird es dann wahrscheinlich eher weniger. Kann natürlich was Ernsteres werden, ist aber eher so in. Natürlich kann da jetzt irgend so ein Josef kommen in den Kommentaren, aber hey, ich habe meine Freundin dort kennengelernt. Kann sein. Aber wenn man ein Mädchen irgendwo kennenlernt, wo die sowieso halb nackt rumläuft und dann irgendwie alle Typen die angaben und vielleicht schon 20 von 20 Typen schon angequatscht wurde oder vielleicht auch schon ein bisschen betatscht wurde oder wenn du auch mit anderen Typen schon was gemacht hat und irgendwie schon mit anderen Typen vielleicht getanzt hat, gequatscht, so, ja, meistens dann auch wahrscheinlich schon, ja, Zustand nicht mehr neuwertig, wahrscheinlich auch nicht mehr in Ordnung, sondern eher stark gebraucht. Dasselbe gilt natürlich auch für den Typen, ne? Also nicht nur auf, man kann das nicht auf die Frauen nur reduzieren, aber auch Männer gibt es ja genauso viele.
die dann auch immer so, ja. Dann gibt es halt nochmal Personen, also jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Aspekt. Der Druck nämlich zu heiraten, es gibt auch natürlich Personen, die einfach einen Partner einfach im Leben haben wollen und den das irgendwie so ein bisschen, ja, so ausblenden, so, ja, wer es genau ist, sondern wollen einfach nur heiraten. Kann man machen, ja. Ist es die beste Entscheidung? Wahrscheinlich eher nicht. Was ich aber sagen kann, ist, wenn man eventuell jemanden heiratet auf schnelle Basis, wenn man die Person schon von früher kennt oder wenn man die Familie, wenn deine Familie oder Bekannte diese Person schon kennen und auch über einen längeren Zeitraum und schon gutes Gewissens sagen können, dass die Person eine gute Person ist oder auch ein guter Umgang ist, weil die wissen auf jeden Fall schon, ja, ob die Person einem zu die Person zu einem zu oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Die können dann besser beurteilen, ob diese Person zu einem passt oder eher nicht. Aber es muss dann auch nach Job eine Person sein, die beide sehr gut kennen. Ne? Kann jetzt nicht nur sein, dass sie sagen kann, okay. Es gibt eine klar, natürlich kann sie auch sagen, ja, ich weiß, dass die Person ein gutes Kind ist oder eine gute Person ist, weil ich weiß, zum Beispiel, er macht das und das und das und das oder sie macht das und das und das und das. Das kann ich dir gutes Gewissens sagen. Und dann, wenn der Typ oder die Dame sagt, okay, das passt, ich finde, da bin ich d'accord, da kann man gerne machen. So. Ne? Aber das ist dann wieder so eine schwierige Situation. Es gibt natürlich aber auch Leute, die einfach nur sagen, hey, ich muss einfach nur heiraten, irgendwie in den nächsten Spaß hier oder so. Dann gibt es ja auch, das ist dann wahrscheinlich ja nicht die beste Entscheidung. Das sieht man zum Beispiel oft dann ja, bei diesen Funny Trips, es gibt ja auch bei Las Vegas diese Drive-in-Weddings gibt es dort. Die heiraten dann einfach mit einem Drive-Thru wie bei McDrive, so einfach fahren die durch, heiraten dann einfach. Und dann gibt es halt dann noch die Personen, die nach der wahren Liebe suchen, ja, und nur die wahre Liebe heiraten wollen. Das Ding ist, ein Mensch kann lernen, jemanden zu lieben. Also, es ist nicht so etwas, als müsste man sich die wahre Liebe. Klar, es gibt eine Person, wo man direkt bam, Wow. so. Dann auf einmal verrückt nach einer Person ist, gibt es auch so auf Klick, bam, sofort. Gibt es natürlich, kann man das nicht mehr leugnen oder so, aber es gibt auch, wo man sagen kann, wenn man die Person erst kennengelernt hat, vielleicht mag man die Person nicht am Anfang, aber man kann kennenlernen zu lieben oder man lernt die Person zu lieben. Und das ist bei Frauen eher, würde ich sagen, der Fall als bei Männern. Also, Männer können viel schneller anfangen, eine Frau zu lieben, als eine Frau einen Mann lieben könnte. So, da wurde Mann schon, der Mann macht vielleicht schon nach dem ersten Date schon so Dingens, ja, Hochzeitspläne und überlegt schon, welche Wohnung und was für eine Waschmaschine und welche Kühlschrank der kauft. Und die Frau denkt sich nur, ja, soll ich mich nochmal mit ihm treffen oder nicht? So mäßig. Und das wollte ich einfach so mal ein bisschen loswerden. Und das Problem ist aber auch, die Leute sollen nicht demotiviert werden, nur weil sie irgendwelche Influencern dahinterher schauen. Weil macht euch einfach ein bisschen mehr Gedanken, wo ihr jemanden kennenlernt. Mit welchen Absichten? Wenn ihr jemanden kennenlernt mit eigenen Absichten, die wirklich ernst sind, dann prüft auch direkt am Anfang, ob die Person das auch ernst meint. Wenn nicht, dann schau, also braucht man auch nicht weiter mit dieser Person seine Zeit zu verschwenden. Ich verstehe auch nicht, wieso manche Leute einfach nur ja, Kontakt zu. Ich meine, ich finde das so komplett unnötig, wenn man eine Person kennenlernt, nur so um zusammen zu sein. Das ist so, wenn man was Ernstes meint, dann ernst auch in die Beziehung gehen und auch was Ernstes starten. Wo man auch als Mann es niemals bereuen wird, dann für die auch Geld zu investieren. Also, ja, so blöd es auch klingt. Also, bei einer Frau, wo man sich eh denkt, oh, die ist so eine schnelle Nummer, dann bereut der Typ vielleicht das ganz schnell, dass er Geld für diese ausgegeben hat. Aber bei einer Dame, wo er wirklich weiß, okay, die will ich heiraten, die will mich heiraten, dann ist auch kein Cent zu schade. Ne? Also, und da kann man auch wirklich alles für die Frau ausgeben, finde ich. Also, da ist auch gar kein Problem. Weil das ist dann quasi eine Frau fürs Leben oder eine Dame fürs Leben oder halt, ja, wie man es halt nennen möchte. Und das kann ich halt auf jeden Fall Leuten empfehlen, die sich einfach ihre Meinung durch Social Media ja, formen. Und das ist auf jeden Fall nicht gut. Vor allem, es gibt oft auch Leute, die Frauen schlecht reden und dann gibt es oft Männer, die Frauen schlecht reden. Habe ich es beides verdoppelt gesagt? Es gibt von beiden Seiten schlechte Menschen, es gibt schlechte Männer, es gibt schlechte Frauen, aber genauso gut gibt es gute Männer und gute Frau. Man muss einfach nur wissen, welche Orte sollte man meiden, eine Person kennenzulernen und welche Orte sollte man eher bevorzugen, eine Person kennenzulernen. Heißt jetzt auch nicht, dass man irgendwie in die Kirche oder in die Moschee gehen soll und da einfach jetzt auf einmal randommäßige Personen anquatschen soll, um seine nächste Liebe zu finden. Das auf jeden Fall nicht, Leute. Es ist auf jeden Fall
ratsamer, dort eine Person kennenzulernen oder über Bekannte. Bekannte ist eigentlich immer am besten, würde ich sagen.